Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Magic Duels. Ich habe richtig Bock auf die Episode. Wir sind auf Rang 30. Gleich werden wir wahrscheinlich auf Rang 29 wieder sein. Aber wir sind auf Rang 30. Wollen wir das kurz genießen? Und ich wollte ein sehr starkes Deck weiterspielen. Diesmal, das habe ich zusammengebaut bzw. rausgesucht und ein bisschen abgeändert. Heute möchte ich Grixis Control spielen, weil ich das Deck für sehr solide für dieses Spiel einfach halte. Ich bin ja kein großer Fan von den Planeswalker Decks. Wir haben zwar ein paar Planeswalker hier drin, aber ich möchte gegen die ganzen schnellen, aggressiven Decks einfach gut flexibel sein, darauf eingestellt sein, weil wir gerade auch auf den höheren Rängen so ab 25 ging das los, dass die Leute, die hochgrinden, eben die schnellen Decks spielen, damit sie schnell viele Spiele machen können. Da wollen wir darauf vorbereitet sein. Deswegen heute Grixis Control, der Rotanteil eben für ganz viel Removal. Wir haben ein klassisches Kartenvorteilsdeck. Counterspells haben wir ein paar, die ich halt nicht ganz so stark in dem Spiel finde, aber ist halt wichtig für diesen Decktypen. Es ist Dynavolt Control quasi, also ein halbes Dynavolt Control Deck. Ist halt eine sehr gute Karte, können wir immer spielen, eben zusammen mit super vielen Spells. Wir haben das Premium Removal, wie die unlizenzierte Zersetzung. Ein bisschen Mass Removal fand ich ganz wichtig. Zwei Radiant Flames, wir haben noch ein Language. Wie gesagt, ein paar Planeswalker, Lily, Chandra und den Jace wollte ich mal zocken. Ihr seht, wir haben auch ein paar einzelne Finisher. Disciple of the Ring, der blaue Koloss, Ulamog, also so das Übliche. Und dann halt maximal Control. Ein bisschen Card Draw, aber ich denke, die Karten kennt ihr ja alle. Wer sich die ganze Deckliste noch besorgen möchte, habe ich euch natürlich bei mir auf die App draufgehauen, in der Decklistensammlung dann. Könnt ihr das alles nochmal nachschauen. Mana Base auch relativ solide. Kaum Utility Länder, denn wir sind dreifarbig. Da brauchen wir alle Doppelländer. Einen Totenschlamm fand ich noch sehr nice. Können wir eine Kreatur wieder auf das Deck legen, wenn wir den ausspielen. Das ist natürlich cool. Wir haben natürlich nur vier Kreaturen. Die sind aber alle relativ starke Einzelkarten. Also, wir wollen mit unseren Kreaturen gewinnen. Mit einem Planeswalker oder dem Dynavolt Tower. Oder einfach nur genug Schaden schießen. Ich bin gespannt, ob wir ein bisschen vorankommen. Ich hoffe, wir kriegen ein paar ganz gute Starthände, dass das auch vernünftig läuft. Und ich würde sagen, ich suche den ersten Gegner und dann sehen wir uns in Spiel 1. Bis gleich! Ja, wir sind Rang 29. Ich habe eben mit einem Disconnect gestartet und ich cutte das für euch raus. Da müsst ihr meinen Frust nicht live miterleben. Richtig nervig, ich weiß wieder nicht, was war. Bin ich ins Spiel reingekommen, irgendwie Gegner nicht gefunden, keine Ahnung, Rang verloren. Na, hatten wir schon ein paar Mal. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und dann schön Mulligan direkt. Das ist ein voll fieser Start. Warum kriege ich immer dieses Magic Duels Handicap? Das ist doch nicht schön. Das ist auch nicht nett. Nicht fair. Sucht es euch aus. Ist alles davon. Aber wir haben eine ganz akzeptable Hand jetzt. Wir haben Removal, Card Draw und einen unserer Finisher. Wir haben jede... Ja, doch. Das sieht gut aus. Ja. Das kriegen wir... Lange nicht ungetappt ins Spiel. Wir können gleich Insel, dann Sulfur Falls, dann Ätherknotenpunkt spielen. Aber bis zum vierten Zug auf jeden Fall ungetapptes Mana. So, haben wir was für unser Removal? Schön. Den nehmen wir dann direkt mit. Auch ein Grund, warum ich das schon mal ins Spiel bringen wollte, weil wir das rote Mana ja sehr wahrscheinlich für den galvanischen Beschuss benötigen. Oh, da können wir direkt noch ein Tapped Land legen. Und dann das Ding galvanisieren. Sehr schön, wir spielen gegen GW Aggro. Ne, auf Aggro wollen wir ja vorbereitet sein. Ärgert mich jetzt, dass wir nicht auf Rang 30 starten. Na gut, dann müssen wir uns jetzt zusammen die 30 wiederholen. Und dann auf 31 gehen, würde ich sagen. So, Nissa. Ja, schießen wir wahrscheinlich auch noch ab. Und zwar auch sofort in unserem Zug, dass er keine Chance hat, irgendwie zu pumpen. Verbrauchen zwei Energie da drauf. Ja, das ist in Ordnung. So... Nächste Runde werden wir dann wohl den Anflug von Genialität spielen müssen. Na gut, haben wir Card Draw auf der 4. Haben auch genug Mana für den Koloss. Der Koloss halt, das ist eine unserer besten Karten auf jeden Fall. Können wir notfalls den Anflug nochmal mitspielen. Alles immer achtfach spielen am besten mit den Control Decks. Das ist halt unser dicker Snapcaster Mage. Das ist halt eine gute Karte. Kann man nicht sagen. So. Ja, die Karte ziehen müssen wir ja jetzt noch nicht. Können wir hier noch Counter-Magic, Removal, irgendwas anfaken? Ich darf jetzt nur nicht den Timer irgendwie verballern, dass wir da hier irgendwie wieder was... Das machen wir heute nicht in der Episode. Ne? Mit Control-Decks tendiere ich ja manchmal dazu, so ein bisschen zu derpen und dann den Timer zu verpassen, aber passt schon. Auf die Bibliothek. Wollen wir das Removal legen, würde ich sagen. Die Schülerin noch nicht. Da haben wir nicht genug Mana für.
brauchen eher mehr Interaktion gegen das Aggro-Deck. Okay. Ja, ist aber schon mal okay, dass er die 9. Procession gespielt hat. Erstmal kein weiterer Druck, das ist okay. Das Ding lassen wir eh nicht flippen, den schießen wir jetzt sofort ab. Wieder wegen dem, wegen Pumpspells. Gut, er könnte für ein grünes Mana ein Pumpspell haben, aber das Risiko gehe ich jetzt ein. Hat er nicht. Wunderbar. Landdrop, go. Na, perfekt. Dann hat unser Gegner jetzt eine Runde, um was aufs Feld zu legen. Und dann lassen wir ihn erstmal in den Koloss angreifen. Schön mit Flash, wenn er angreift mit seiner... Ja, er wird jetzt bestimmt keine 6-6er-Kreatur legen. Aber eine 4-4 fliegen, das ist auch gut. Naja, okay. Dann spielen wir Koloss auf gebändigter Blitz. Und... Ja, blitzen ihn für 4. Ist okay, gehen auf 7 Energy, blitzen ihn für 4, haben wir noch 3. Ein Dynavolt-Turm so on the way, ne, würden wir auch nehmen, würde ich sagen. Länder. Wir haben nur 24 Länder im Spiel. Deck, hör auf damit. Oder Magic Duels, hör auf damit. Was auch immer. Ja, mach ich jetzt tatsächlich. Ich habe ja hauptsächlich, ich habe noch keinen Instant wirklich als Instant gespielt, sondern alles als Sorcery, aber... Sicherheitsmaßnahme. Er hatte eben schon nicht das Removal, den Pumpspell für ein Grün. Dann können wir das jetzt so schießen. Und wir haben auch schon einen guten Kartenvorteil hier erwirtschaftet. Ne? Wir sind 4 an Karten gegen 2 und haben die 5-6er im Spiel gegen ein Enchantment. Also wir sind schon in einer guten Boardposition. Es hat uns nur 6 Leben gekostet, diese Position. Und auch das nehme ich tatsächlich ganz gerne. Können wir eine Karte ziehen mit dem Clou. Gerade mit unserer Hand ist jede extra Karte jetzt Gold wert. Also wir brauchen Card Draw oder einen Planeswalker oder sowas. Oh, ein Counterspell ist schon mal ein Anfang. Was tappt der denn dafür? Ich hätte gern Doppelblau auf jeden Fall. So. Okay, eine Inventur. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die zocken wir auch noch. Ist schließlich eine Hexerei. Ah, da ist der Dynavolt-Turm. Cool. Aber wir halten uns jetzt den Hard-Counter auf, falls er irgendwie eine nice Karte hat oder zieht. Ne? Schön den 1-zu-1-Tausch machen wir da. Das sieht doch relativ stabil aus. Relativ gut controlled, würde ich sagen. So, Westvale Abbey. Oh, gute Karte. Kann zumindest Tokens machen. Aber ja, das ist bestimmt ein Removal dann, die letzte Handkarte. Oh ja, bring eine bleibende Karte deiner Wahl, die wir kontrollieren und eine, die wir nicht kontrollieren, auf die Hand des Besitzers zurück. Das ist auch eine coole Karte. Dann erstmal Dynavolt-Turm und ja, dann erstmal Go. Das sieht okay aus. Wir brauchen Card Draw weiterhin. Mehr Karten sind auf jeden Fall immer nützlich für uns. Oh, Endstep. Achso, Westvale Abbey. Alles klar. Na, die macht jetzt auch 2 Tokens pro Runde. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Und wir können halt keine Länder handeln in dem Spiel. Auf gar keinen Fall darf er die Nissa kriegen. Auf gar keinen Fall. Die macht zu viele Tokens und pumpt auch noch alles. Das wäre zu krass. So. Wir können hier für 5 Energy immer 3 Schaden machen. Naja, mal sehen. Komm. Geile Kreatur. Irgendwas. Cardraw. Na, zocken wir das mal. Gucken, ob wir noch was Besseres finden. Vielleicht irgendeine Hexerei oder einen Planeswalker. Das wollen wir beides. Counters. Naja, wollen wir eigentlich beides nicht. Wollen wir auch beides nicht. Oh. Jetzt macht er sich wieder 2 Tokens. Oder... Ah ne, kostet 5 Mana. Er hat nur 4, ne? Ja, okay. Okay, okay. Knappe Sache. Wir haben aber Radiant Flames und Languish. Wir haben noch 3-mal Mass Removal auf jeden Fall, um nochmal aufzuräumen notfalls. Jetzt die Frage, ey, wollen wir davon einen abschießen? Mit dem galvanischen Beschuss ist die Frage. Eigentlich nicht. Eigentlich schon, eigentlich nicht. Das macht die Glock nicht viel langsamer. Er macht eh immer mehr Tokens. Den Ormendal bouncen, das wäre geil.
Da können wir ihn ja fast reinbaiten. Wenn er den Ormdal macht, dann bouncen wir den. Das geht nämlich, obwohl er unzerstörbar ist. Boah, das gibt einen mega Tempo-Vorteil. Vielleicht, wenn wir jetzt auch ein bisschen Schaden machen und alles. Wir haben mehr als genug Energy. Vielleicht können wir ihn dann so ein bisschen da reinbaiten, dass er den Ormdal dann schraubt. Geil, Radiant Flames. Der hat leider keinen Instant, aber der kommt auf jeden Fall gut. Der kommt auf jeden Fall gut. Wollen wir jetzt nochmal den Angriff nehmen? Er macht halt... Ja, er macht halt jede Runde 2 Tokens. Ich habe aber noch nichts Gutes zum Bouncen, das ist das Problem. Ich sag mal Go erstmal. Oh. Harte Combo. Westvale Abbey und 9. Procession habe ich auch noch nicht gegen gespielt. Und das ist so gut in diesem Spiel, die beiden Karten zusammen. So, da sind die 4 Tokens. Boah, wie gerne hätte ich, dass er den Ormdal macht. Wir können jetzt eigentlich einen abschießen, nur für Energy. Dann hat er nämlich nächste Runde genau 5 Tokens, um sie mit der Westvale Abbey dann zu opfern. Hoffentlich macht er das. Dass er so ein bisschen gierig ist und mich in einer Runde lieber töten will. So nach dem Motto. Schießen jetzt mal einen ab. Gehen auf 7. So. Schießen auch nochmal. Bisschen Druck weiterhalten. Falls das alles nicht funktioniert, müssen wir irgendwie auch noch das Spiel gewinnen, eventuell. Ein Counter. Okay. Okay, komm, mach dir die Tokens, mach dir den Ormdal. Ich drücke auch nicht so schnell auf weiter, damit er bloß nicht den Timer verpassen kann. Perfekt. Komm, mach dir 2 Tokens, mach dir den Ormdal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist unser Tempovorteil, dann zerstört er sich nämlich selber die 5 Tokens. Und kann eine Runde lang die Westvale Abbey nicht opfern. Mist, er ist nicht gierig, er greift einfach an, auch noch richtig gespielt. Nein. Blödes wäre, wir gehen jetzt auf 2 und dann können wir mit den Radiant... Ja gut, doch, dann können wir nächste Runde noch was bouncen, notfalls. Es ist nicht so geil, auf 2 zu gehen. So, dass wenn der einen Burn-Spell hat. Hat er nicht. Okay. Wie viele Länder haben wir denn jetzt gezogen? Es kann einfach nicht sein, dass wir aus 25 Karten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 18, wir haben 12, wir haben die Hälfte unserer Länder in den obersten 25 Karten gezogen. Das ist ja mal... Naja... Ah. Jetzt hat er den Pumpspell. Nein, jetzt mach dir den Ormendal. Komm schon. Du willst die opfern für den Ormendal. Danke. Geht doch. Zu knapp, das ist der Fluch der 29, ich sag's euch, Leute. Boah, da habe ich letzte Woche so hart für gekämpft, für die 30. Und dann, Disconnect, haha, Mulligan auf 5, irgendwas, weiß ich nicht. Magic Duels findet immer einen Weg. Ah, herrlich. So. Wir sind in der gegnerischen Hauptphase. Ah, Eldrazi. Timer! Okay, noch besser. Den countern wir. Den bouncen wir zusammen mit unserem Ätherknotenpunkt. Da kriegen wir zumindest noch einen Energie raus. Und dann schießen wir noch auf ihn. Ist fast egal. Wir können halt auch ihn abschießen. Er hat eh keinen Mana, aber vielleicht können wir ihn ja irgendwie töten. Haben wir eine Karte, die sofort killen kann? Ich glaube nicht. Naja, mal sehen. Ja, Island gewinnt auf jeden Fall nicht sofort. Wie ätzend.
Wie viele Länder haben wir jetzt wieder in Folge gezogen? Ich glaube, das hatte ich schon mal, dass ich nur Länder gezogen habe. 7 Züge hintereinander. Sonst hätten wir das easy gewonnen. Ein irgendwas dazwischen. Das kann doch nicht sein. Zwölf Spells. Ja, 13. Wie viele Länder haben wir jetzt schon im Play? 2, 5, 18. Jetzt haben wir 13 mit dem auf der Hand. Cool. Cool, 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 cool. Ja, und wir sind halt nächste Runde tot. Er macht im Endstep wieder Tokens, greift für 2 an. Und wenn wir halt immer ein Removal auf ein Ding schießen, das hat... No. Ich will nicht. Das ist doch Mann. So, ich jammer kurz, dann sehen wir uns zu Spiel 2 und... Ja, ich schneide mein Genörgel dann wieder raus. So, der nächste Gegner ist gefunden. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, bin kurz in mich gegangen und bin jetzt bereit für das nächste Spiel. So, wir haben kein schwarzes Mana. Aber gut, wir haben ein schwarzes Mana, einmalig. Wir haben mal Fevered Vision für Zusatzkarten, wir haben nur eine Removal, wir haben keine Early-Interaktion, aber Lilly ist ganz nice, kann man halten, leider nicht on the play. Die Hand wäre on the play noch ein Ticken geiler, finde ich. Aber müssen wir mal schauen. So, erstmal Slayer. Erstmal auf eine gute Runde. Ne? Wollen wir das heute mal anständig machen. Und ja, ist fast egal, mit was wir eröffnen. Geil, Dynavolt Tower. Wenn wir jetzt nicht einen super Aggro-Start sehen, können wir einen sehr guten Control-Start auf jeden Fall hinlegen. Schauen wir mal. Aber rot-blaues Tapped Land. Okay. Mirror Match? Kriegst du das Control? Sowas spielt man ja eigentlich nicht. Es sei denn, man braucht wirklich den harten Colorfix, wenn man wirklich richtig krass dreifarbig ist, dann ja. So, wir brauchen einen Swamp oder ein schwarzes Doppelland noch irgendwie, das wäre ganz geil. Oh, ausgenutzte Zeit. Da spielt jemand auf die Qualität. Wir spielen die ja nicht, wir hätten den ja auch spielen können, die ausgenutzte Zeit. Kann man sich zwar immer die obersten drei anschauen, dann eine nehmen. Wir spielen aber in dem Slot Inventur. Und die erste Inventur zieht halt einfach eine Karte, die zweite zwei, die dritte drei. Das ist halt ganz chillig, also ist halt, unser Deck ist eher... grob Kartenvorteil, weil die Decks sind hier eh nicht so gut gebaut bei Magic Duels, dass man jetzt das super flexible, perfekt gebaute Deck haben muss. Ich glaube nämlich, dass man mit einem guten Control-Deck, welches einfach auf rohen Kartenvorteil setzt, echt gute Chancen hat. So, da hat unser Gegner ein Counterspell, da spielen wir auf jeden Fall nicht rein. Also wir legen jetzt weder Fevered Vision noch den Dynavolt-Turm. Solange wir 7 Handkarten haben, können wir uns halt auch selber auf dem Maximum bewegen. Und ich hätte lieber den Ether-Knotenpunkt gelegt, damit ich die Unlicensed Disintegration notfalls zocken kann. Aber ich gehe halt bei so einem Control-Deck nicht davon aus, dass er den Turn 4-Drop hat. Er ist doch kein Control-Deck. Wie war die goldene Regel? Spiele niemals um irgendetwas herum? Ja. Dann spielen wir jetzt aufs Language, würde ich sagen. Lassen den Gegner ein bisschen was legen. Wir nehmen den ersten Schaden und dann... Ja, wunderbar. Und dann languischen wir einfach alles weg, was er hat. So, wir machen jetzt Dynavolt-Turm. Mist, habe ich eine Runde Tempo aufgegeben. Aber ich wollte halt keine der beiden wirklich guten Karten in irgendwie ein Counterspell reinspielen. Das sah halt einfach zu sehr nach Counter aus. Telling Time und dann 3 offene Mana. Es kosten halt alle Counterspells 3 Mana in dem Spiel. Normalerweise spiele ich ja nicht um die Karten drumherum, aber das sah mir irgendwie zu verdächtig aus. Oder erfolgreich reingebaitet. Oder er hat halt einfach nichts, was wahrscheinlich die Möglichkeit war. So, bitte noch was legen. Legen Sie bitte mehr, der Herr. Ja, wunderbar. Jetzt wird sogar Radiant Flames noch richtig abgehen. So, wollen wir nächste Runde 8 nehmen? Ne, ich glaube 8 Schaden sind mir zu viel. Müssen wir wohl doch das Language schon zünden. Ja. Und dann hoffen, dass er nicht super viel danach legt, dass die Liliana das Board kontrollieren kann. Für die Liliana brauchen wir jetzt aber erstmal... Nein, wir brauchen nicht das zweite Mana. Wir haben ja den Dynavolt-Turm vorher gespielt und der generiert uns ja jetzt Energie. Perfekt. Perfekt, wir können erstmal ordentlich schwarzes Mana daraus ziehen. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, die Interaktion muss man halt auf dem Schirm haben. Dynavolt-Turm spiele ich halt nur hier in diesem Spiel. Oh, Sog der Zeit. Er drückt jetzt seinen Sog für 4 durch, weil er halt weiß, dass ich Control bin und jetzt keinen Counterspell spielen kann. Zieht er sich halt seine 3 Karten, hat 3 Karten plus gemacht. Das ist natürlich gut. Ist aber eine interessante Karte für ein Nicht-Control-Deck, ehrlich gesagt. Und wir können jetzt... Safety Lily ins Spiel bringen, plus die Fevered Visions zocken. 4 oder mehr Handkarten. Fängt sogar an, Schaden zu machen. Ich glaube, das ist eine nice Idee. Zack, zack.
Und dann haben wir Triple Removal quasi, um auf alles zu reagieren, was unser Gegner hat. Ist okay. Hier Lilly ist natürlich auch nice, sie gewinnt halt mit ihrem Emblem. Ist halt eine nicht typische Control-Liliana tatsächlich. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Death Majesty, heißt die, glaube ich, ne? Spiele, die 5-Mana-Lilly. Aber sie ist halt ganz geil gegen Weenie erstmal. Wir haben den sehr schnellen, aggressiven Planeswalker gegen halt rote Burn-Decks. Hier können wir unsere richtig nicen Kreaturen mit wiederholen. Also im Notfall ist einfach auch Lilly legen, -2 Kreatur holen. Haben wir halt noch einen Planeswalker im Spiel, recht gut. Und ihr Ulti gewinnt halt komplett alleine das Spiel. Also ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Planeswalker für uns. Irgendwie immer, wenn sowas passiert, denke ich mir, das Spiel macht irgendwas, was der Spieler nicht will. Aber mal gucken. Okay. El Tesaretto. Der Gute. Ja, der interessiert uns jetzt aber relativ wenig erstmal. Fevered Vision macht Schaden. Nice. Können wir auch auf Tesaret umlenken, wenn wir Bock haben, notfalls. Ah, Pion Kirinala. Gut. Da pusten wir einen Token gleich einfach so um. Und ja. Den grinden wir erstmal, den Gegner, würde ich sagen. Den grinden wir jetzt erstmal. Zweiter Dünavolturm. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, wir schießen einen so einen Token ab. Dann zweiter Dünavolturm. Und dann Beherrscher der Kreatur. Dem ist auch Damage, ne? Ja, die standardlegalen Karten spiele ich ja nicht so super oft. Sieht man ja jetzt auch nicht mehr. Ob da eine Life Loss oder Damage draufsteht, bin ich mir dann manchmal nicht so sicher. Damage kann man ja mal auf Planeswalker redirecten. Das ist ja der Trick. So, jetzt die Frage, wollen wir ihn nochmal hochticken lassen oder wollen wir einfach jetzt puff 5 draufschießen? Nein, wollen wir nicht. Das ist zu gierig. Aber jeder Spell gibt jetzt 4 Energy. Geil, wir haben beide Dünavolt-Türme. So, unser Gegner hat zwar eben 3 Karten einfach so gezogen, aber wir holen auf. Okay, Tesseret macht den Token. Das ist ja in Ordnung, dachte ich mir. Wenn der Gegner schon 8 Mana hat. Hat er schon Land gelegt? Sonst könnte er jetzt Ulamog zocken für 10. Das wäre ein bisschen Fail, meinerseits dann, wenn er jetzt einen Ulamog hat. Na, mal sehen. Erstmal ein bisschen Kaffee schlürfen. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja, bei Magic Duels muss man immer was für die gute Laune machen, sonst geht das irgendwann ganz schnell bergab. Okay, hier drücken wir jetzt auf den Timer, weil hier steht drauf, wenn die Kartusche ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Jetzt schießen wir tatsächlich in Response den Token ab. Ist halt nicht das beste Play, aber wir verhindern, dass der Gegner eine Karte zieht. Und ja, die Karte jetzt quasi verschwendet. Deswegen habe ich das gemacht. Das ist auf jeden Fall dann ganz in Ordnung. Wenn er jetzt wenn er dann 4 oder mehr hat, falls ihr 4 oder mehr Karten hat, ja, kann er noch einen spielen? Verhandlungsgeschick. Nein, ist das tauscht die Kontrolle über 2 Artefakte? Lächerlich, die Karte ist doch nur in jedem tausendsten Spiel funktioniert die doch höchstens. Lächerlich. Hätte ich den Tesseret also doch kaputt machen müssen, oder? Naja, egal. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir haben schließlich die Lilly. Ja, wir haben schließlich die Lilly. Wir ziehen erstmal Karten. Und? Und? So. Mal gucken, was er dagegen macht. So. Fevered Vision gegen den Control Deck ist natürlich nicht die geilste Karte, aber die hat schon echt viel gemacht. Jeder Spieler zieht ja gleich viel. Gut an Fevered Vision ist, dass sie im Endsegment triggert. Wir also der erste Spieler sind, der die Karten zieht. Alles andere wäre ein bisschen schlecht. Ah, Mist. Wo sind die Counterspells, wenn man sie mal braucht? Die gute Lilly. Pia. Na, egal. Beschießen wir die galvanisch? Oder wir nehmen die 3 Schaden tatsächlich. Bändigter Blitz auf sie.
Alles klar. Warte mal, wie funktioniert das Spell genau? Geben wir ihm mal nicht die 3 Zusatz-Energy. Jetzt fizzelt nämlich der gebändigte Blitz, weil er kein Ziel mehr hat. Er kriegt natürlich die Energie vom Cast-Trigger, aber die 3 Energie hat er jetzt nicht gekriegt, wenn alles richtig lief. Na, er kriegt auch keinen Schaden. Na gut, na gut, na gut. So, wollen wir den gebändigten Blitz spielen? Eventuell, ne? Oh. Da könnten wir die Unlizenzierte nochmal zocken. Wollen wir das? Eigentlich schon, ne? Oder Card Draw. Ah, das geht nur auf Spontanzauber. Wir haben leider keinen Anflug, kein Glimmer of Genius am Start. 6. Wir können aber Koloss plus Blitz spielen, das ist okay. Sagen wir mal Go. Unser Gegner hat ja nicht viel. Wir ziehen ja noch 2 Karten. Ist ja eh alles Instant Action am Start. Haben wir wenigstens Länder vom Deck weggezogen. Naja, okay. Hätte ein bisschen anders kommen können, aber lieber die Powerkarten, als die Länder zu ziehen, so wie im letzten Spiel. Ich will mich nicht beschweren. Um Gottes Willen. Der gibt... Wie geht das nochmal? Artefakte sind fluchsicher. Okay. Jetzt eher die Frage, wollen wir das Ding auch noch abschießen? Nein. Nein, wollen wir, glaube ich, nicht. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, ob er Counter-Magic im Deck hat oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. So, jetzt kurz auf den richtigen Moment warten. Okay. So, die gehen auf den Stack. Spielen wir erstmal den Koloss. Hat er ein Counterspell? Das wäre krass. Ich spiele es auf jeden Fall hier mit den Triggern auf dem Stack, weil falls er Counterspells hat, will ich ihn nicht noch unnötig mehr Karten ziehen lassen, damit er noch die richtigen Karten zieht. Also jetzt, wenn schon, denn schon. Krass. Tatsächlich, der Hardcounter am Start. Sick. Der wäre gut gewesen. Der wäre gut gewesen. So. Dass er die Artefakte tauschen konnte. Sonst hätten wir ja schon 4-mal gewonnen. Unfassbar. Aber bevor er jetzt irgendwas machen kann, schießen wir das Ding einfach sofort ab. Dann geht's ins Exile. Wir kriegen einen Token. Damit auch wir mal ein paar Kreaturen haben jetzt. Na, wird doch auch mal Zeit. Okay. Das ist ein interessantes Match. So. Geiler Draw. Schauen wir mal, was unser Gegner jetzt hat. Können wir irgendwie interagieren? Ja, gut. Mit dem Dynavolturm können wir was machen, wenn wir wollen. Das ist nur Zielkarten. Nur Zielkarten. Okay, es ist Draw 3, Discard 2, ne? Nee, Draw 3, Discard 1. Nicht schlecht. Oh, wie wir schon gewonnen hätten mit unseren beiden Dynavolt-Türmen. Albtraumhaftig. So, komm. Schießen wir schon nächste Runde auf ihn? Ich denke, ja, nee, ist nicht dein Ernst. Wie funktioniert... Oh, wenn ich das jetzt abschieße... Wenn ich ein Target davon... Oh, verdammt. Wären wir jetzt auf einem Turnier, würde ich jetzt einen Judge rufen. Judge! Wie funktioniert der Spell, wenn er resolved? Double-checkt er oder nicht? Ich bin überfragt. Und ich habe nur 2 Sekunden Zeit dafür. Also finden wir es heraus. Wir schießen ab und gucken, ob was fizzelt oder nicht. Ansonsten haben wir unsere eigene Kreatur abgeschossen und er kriegt das Ding jetzt. Das wäre ein bisschen doof. Oh, es funktioniert so, wie ich dachte. Das wäre jetzt auch hart mies gewesen, wenn es nicht so wäre. Okay.
Das wäre fast schief gegangen. Okay, dann nice. Land. Dann Attack. Attack für 5 ist auch richtig, richtig gut, wenn der durchkommt. Die Differenz, die kriegt er nicht mehr aufgeholt mit Dynavolt gegen Dynavolt. Das ist unsers dann. Nice. Haben wir den Rang 29 eventuell schon wieder. Sweet. Ah, bring eine bleibende Karte, die du kontrollierst, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Na, ja, das ist was für ein Endstep, würde ich sagen. Geil. Holen wir uns das wieder. Weil wir sind Besitzer der Karte. Er kontrolliert gerade, aber wir besitzen. Damit können wir quasi sagen, bau uns das und bau uns unser Land. Und dann kriegen wir beide Karten auf die Hand zurück. Was für ein krasses Spiel. Ey, bei Magic Duels passieren auch die Sachen, die sonst nie passieren. Deswegen verplay ich mich auch andauernd, weil die Karteninteraktionen so crazy sind. Das passiert halt sonst nie. Total geil. So, Digga, was machst du? Koloss. Wir brauchen den Counterspell. 1, 2, 3, 4, ja. Wo sind die Counterspells? Ah, wir brauchen nur noch den Hardcounter. Aber Jace ist auch nicht schlecht. Ja, Jace nehmen wir mal, falls alle Stricke reißen. Ist okay. Ist okay. Kommt halt jetzt drauf an, wenn er jetzt nämlich ein Removal spielt auf Kalitas, dann bouncen wir sie halt zusammen mit unserem Dynavolt-Turm. Target? Tatsächlich Kalitas. Alles klar. Dann Aether Passat, Target das, Target Kalitas. Komm zu, Papa. Das ist mein Dynavolt-Turm. Nein, er hat keine Counterspells. Komm. Er hat jetzt 30 Karten keinen Counterspell gesehen, jetzt hat er auch keine mehr. Komm zu, Papa. Ja, aktivieren kann er ihn noch. Schön auf unseren Token. Ist okay. Und beide zurück zu uns. Oh, da ist er. Da ist er ja. Ah, da ist er ja. Herrlich. So, dann sagt er Go, oder was? Wir haben auch gewonnen gleichzeitig, mehr oder weniger. Jetzt haben wir nämlich genug Energy für unseren Krempel. Ab hier, alles klar. Dann 3 Untap 3 mit 9 Handkarten. Läuft. Das hat mal gut funktioniert, das Spiel. Crazy auf jeden Fall war es aber. Crazy Game. Was macht er denn da? Ah, er spielt Karten aus wegen den Fevered Visions. Natürlich, natürlich. Natürlich. Wie gesagt, die Interaktionen und so. Yes. Oh, Leute, ey, das war jetzt aber auch nötig. Das war jetzt aber auch nötig, dieses Spiel. Heieiei, so, Rang 29. So, wir riskieren jetzt noch ein Spiel, entweder zurück auf 30 oder wieder runter auf 28. Letztes Spiel für die Episode. Würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Gegner. So, 29 gegen 29. Das ist jetzt der reale Kampf um Platz 30 oder Rang 30. Und wir haben... Ja, on the play halte ich das. Da halte ich das auf. Sowas von halte ich diese Hand. Wir machen den Fake-Mono-Rot-Eröffnungszug. Wir haben... Ja, wir haben alle Farben Mana. Das ist halt geil. Dynavolt, Counter, Mars Removal. Also wir sind vorbereitet. Gegen Control haben wir den Counter. Gegen Argo haben wir das Mars Removal. Und Dynavolt-Turm, sowieso gute Karte, haben wir letztes Spiel ja eh schon gesehen. Oh ja, Jace ist auch nicht so schlecht. Dem wollten wir ja eh mal eine Chance geben. Ist halt eine relativ solide Control-Karte. Ist nicht der beste Planeswalker, wie ich ja immer sage. Aber bei Magic Duels, da ist er schon ganz nice. Da kann man nichts sagen. Man muss halt immer mit dem... Ja, die Karte mit dem Gesamt-Power-Level einfach vergleichen. So, gegen, ja, Doppelschwarz. Ist egal, legen wir. Dynavolt. Jetzt hat unser Gegner quasi einen Free Turn und ab dann fangen wir an zu controllen. Super starke Eröffnung dann unsererseits. Ich habe auch echt Bock auf Rang 30. Das hat mich echt genervt eben mit dem Disconnect am Anfang. Der hängt mir jetzt wieder 3 Tage nach. Richtig fies.
So, ja. Okay, nice. Das, wenn Minusmarken draufgelegt werden, gibt's Insekten. Ja. Dann gibt's auf jeden Fall strahlende Flammen für die Insekten nachher. Aber wir können ja auch countern. So, Finger, alles bereithalten. Wollen wir den Pestspeier countern? Der ist... Ja, wollen wir, weil dann können wir einen Jace aufs leere Feld legen. Das ist geil. Das wollen wir tun. So, exhalen wir das Ding mal. So, sehr schön. Und dann Planeswalker aufs leere Feld mit Radiant Flames Backup. Das sieht solide aus. Ja, da kann man mit arbeiten. Da kann man definitiv mit arbeiten. So, dann Scry 1, Draw a Card. Nice. Die wollen wir haben. Gegen das Kreaturendeck wollen wir die haben. Oh. Das wird gut, Freunde. So, hier brauchen wir minus 8. Und dann muss unser Gegner immer einen Spell reinschießen. Nein, das Ding hat Eile. Ist das das Eile-Krokodil? Alles außer das Eile-Krokodil. Lächerlich, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist doch... Unglaublich. Unglaublich manchmal, was passiert in diesem Spiel. Ja, wir brauchen gutes Removal für den 4-3er. Ich will jetzt nicht Radiant Flame. Es macht nur einen Schaden, zwei Schaden. Bei X gleich 2 plus der Anzahl, ja. Will ich die Karte haben? Ja, die ist ganz geil, weil es ist halt ein Ein-Mana-Removal, was uns halt auch 2 Energy gibt. Und ja, es ist leider Radiant Flames Zug, weil ich möchte den Jace echt gerne behalten. Eine gute Karte hier. Macht halt konstant Kartenvorteil. So, jetzt haben wir auch einen Schuss auf dem Dynavolt-Turm, das ist ganz nice. Eine Entladung quasi, ne? Das ist der Dynavolt, den muss man halt mit Energie aufladen und dann Tesla-Spule ist das, ne? Schön Tesla-Turm und dann blitzen wir die Gegner damit weg. Geile Karte. Wo sind die Command & Conquer Fanboys? Schön mit dem Tesla. Bzzzt, bzzzt. Okay, das ist die eiternde Mumie. Komm, leg mal noch eine Kreatur. Hapatra. Okay. Jetzt mal kurz gucken. Musterbeispiel, das kriegt 3 Marken. Ne, es liegt 3 Marken auf ihn anders. Okay, und hier Hapatra divisieren. Immer wenn ein oder mehrere erzeugen Ophis mit Todesberührung. So, jetzt die Frage, will ich das ganze Board languishen einfach? Ich glaube schon. Ich glaube, 3 Karten sind okay für ein Languish. Das ist in Ordnung. Der 1:3 Tausch ist okay. Ach, er schießt die alternde Mumie ab. Legt die Marke wieder drauf. Ah, okay. Okay. War das richtig gespielt? Bin mir nicht sicher. Geht auf jeden Fall hart ab, das Markendeck. Respekt. Krass, wie viele Tokens das jetzt sind auf einmal. Nicht schlecht. Not bad. Da ist der Counterspell. Machen wir jetzt mal Hellsicht. Oh, der gefällt uns. Der gefällt uns. Haben zwar nicht wirklich Instants, aber das ist egal. So, 4 fürs Language. Und brauchen wir dann noch 3? Schwarz. Doppelblau, ja. Ah, ich brauche aber das blaue Mana, Freunde. So. Dann der Ether-Knotenpunkt. Dann haben wir hier unseren, die gestörte Konzentration offen. Madness können wir übrigens nicht auslösen. Wollte ich auch noch mit drumherum bauen. Aber dann habe ich mich einfach für den Hardcounter 3 Mana ist er dann geblieben. Moment, hat das Spiel Dissolve? Weil dann ist Dissolve ja eindeutig besser in dem Slot. Haben wir das... Verdammt! Entschuldigung. Ich habe eventuell den Teil... Ich wollte countern, aber dann habe ich gesehen, ich möchte doch mit dem Dynavolt-Turm da drauf schießen. Oh Mann. Ich und der Timer. Entschuldigung für diesen minimalen Ausraster kurz, ist aber nichts passiert. Alles gut. Auch Chandra wollen wir auch behalten. Wollen wir Chandra auch legen? Oder wollen wir gleich kolossieren? Ich glaube, wir wollen kolossieren, damit wir ein bisschen Druck aufbauen. Ja.
Ja. Sieht gut aus. Komm, spiel bitte irgendwas. Damit ich den Koloss zum Countern benutzen kann. Okay. Ja, den Angriff auf Jace kann er haben. Ja, den kann er wirklich haben. Das ist nicht so schlimm. Nichts? Oh, er spielt nichts? Wieso haben wir keinen Card Advantage Spell im Free? Leute, wir runnen jetzt den Koloss raus. Das ist einfach egal. Das ist vielleicht ein Fatal Push oder irgendwie sowas. Und, ja. 5 Powerbeater, sage ich nur. Nein, wollen wir nicht. Land, dann Hit. Ja. Wir haben genug Counter. Kann man mal machen, würde ich sagen. Außerdem kriegt er dadurch Marken, das gefällt mir nicht. Okay, dann Chandra. Chandra macht nochmal 2 Schaden wahrscheinlich. Ja. Oh, dann go. Nice! Ich würde sagen, das ist Rang 30. Hart auscontrolled. Immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur... Ah, ist eine Spielstein-Kreatur, alles gut. So. Greift an? Echt? Machen wir uns mal ein bisschen Energy. Können wir denn killen nächste Runde? Wenn wir extremst viele Spells spielen, dann sind... Ja, ja... Kann lethal sein. Dafür hätten wir ihn nicht kaputt machen dürfen, sondern hätten die. Wir haben keinen. Doch, er ist ein Artefakt. Schauen wir mal, ob das klappt. Nein, alles gut. Vorher Jace wäre ein Ticken besser gewesen, glaube ich. Weil erst Scry, dann Drawn. Aber passt schon. Nee, ist zu teuer und ist kein Instant oder Sorcery. Das auch nicht. Der ist gut. Nee, den wollen wir eigentlich nicht wirken. Shit, das ist ja der erste Chandra für die 2 Schadenspunkte. Ich wollte mir jetzt Energy machen. Ah nee, den hätte ich gar nicht wirken dürfen. Ups, da war meine Sequenzierung etwas schlecht. Entschuldigt, Freunde. Upsi. Verdammt. Ich habe tatsächlich den Kill jetzt um eine Runde verzögert. Das war nicht gut. Also, ändert jetzt nichts mehr, aber war trotzdem nicht schlau gespielt. Wir töten den Gegner in seinem eigenen Zug zumindest. Nicht ganzen Zug, einen halben Zug quasi verzögert. Sorry. So, nice. War aber eine gute Runde. Schön stabilisiert. Deck hat gemacht, was es soll. Ja, definitiv starkes Deck. Bleibe ich bei. Kriegst es Control. Sehr, sehr, sehr nice. Kann man mitarbeiten. Und wir sind wieder zurück auf der 30. War heute ein echt mieser Start irgendwie. Sorry dafür, aber es waren einfach geile Spiele. Hat gut performt, das Deck. Richtig nice. Auf jeden Fall klare Empfehlung. Grixis Control. Generell starker Decktyp. Kann man mitarbeiten. Wenn ihr Vorschläge habt für nächste Woche, ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht das Sultai Control Deck jetzt tatsächlich mal baue. Mit ein bisschen Life Gain irgendwie in die Richtung oder Ramp Control. Ich glaube, das ist auch richtig, richtig stark. Aber ja, sagt einfach mal was dazu. Könnt ihr einen Kommentar da lassen, wenn ihr Bock habt. Oder auch eine Deckliste da lassen. Dann können wir mal schauen. Entscheide ich dann spontan nächste Woche, wie wir weitermachen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.